Das Ende einer Reise, eine Beerdigung, eine Hochzeit. Es ist oft die Entscheidung über Triumph oder Trauer. Ohne ein herausragendes Ende wären viele Filme niemals so kultig geworden. Denn ein gutes Ende kann einen mittelmäßigen Film retten, ein schlechtes Ende kann aber auch einen sonst großartigen Film völlig zerstören. Heute sprechen wir über die berühmtesten Filmenden und warum sie uns derart in Erinnerung geblieben sind. He's looking at you, kid. Dass das hier das reinste Spoilerfest wird, muss ich hoffentlich nicht mehr erwähnen. Oh, damn you! God damn you all the hell! Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Schon die Griechen teilten ihre Dramen, ihre Theaterstücke in Komödien und Tragödien. Die einen hatten ein Ende mit schlechtem Ausgang, das heißt, die Figuren verloren alles, was ihnen wichtig war. Die Komödien hingegen endeten heiter und als alter Grieche verließ man dann mit einem guten Gefühl das Amphitheater, um zu Hause mit Knochen Würfelspiele zu spielen oder Vasen zu bemalen oder was auch immer die alten Griechen den lieben langen Tag so gemacht haben. Heute, so scheint es, hat sich in Hollywood das Happy End durchgesetzt. Die meisten Hollywood-Filme setzen auf eine Hauptfigur, mit der wir mitfiebern und aus deren Sicht wir das Abenteuer erleben. Wir möchten, dass sich die Reise gelohnt hat und dass diese Figuren verändert, aber glücklich in ihr altes Leben zurückkehren. So wie die Hobbits, die nach 3 Filmen ins Auenland zurückkommen. Sie haben sich allesamt verändert, aber ihre Heimat ist größtenteils dieselbe geblieben. Wenn man denn Sarumans Schlacht und den Landstrich aus den Büchern außen vor lässt. Sam kann nun endlich den Mut aufbringen, die Shankmaid anzusprechen. Später soll er sogar der Bürgermeister des gesamten Auenlandes werden. Helden bringen nach ihren Abenteuern immer etwas zurück in ihre alte Welt. Manchmal ist es eine neue Erinnerung, eine Erfahrung, manchmal etwas Greifbares, ein tatsächlicher Gegenstand. Und im Falle der Hobbits ist es eben eine epische Geschichte. Sie beginnen ihr Abenteuer in einer Art Tagwelt, in ihrem Alltag. Und sie reisen in die Nacht, bis ans Ende der Welt, in das Abenteuer, in die Gefahr, aber sie kehren wieder zurück in ihre Tagwelt. Das heißt, ihr Kreis schließt sich und so spricht man hier auch von geschlossenen Enden. Häufig schwenkt das Happy End dann aber auch zu den Nebenfiguren. Okay, das Finale gehört zwar dem Helden oder der Heldin, aber wir wollen auch vom Schicksal unserer geliebten Nebenfiguren erfahren. Wenn Marty McFly zum Beispiel in Zurück in die Zukunft, Zurück in die Zukunft reist, sieht er all die Auswirkungen seiner kleinen Zeitreise. Ja, seine Heimatstadt ist noch dieselbe im Prinzip, aber ein paar Dinge haben sich halt doch verändert. Aus der Twin Pines Mall wurde nach dem Unfall die Lone Pine Mall und auch die Figuren haben sich verändert. Seine Geschwister sind plötzlich fleißig, sein Vater ist endlich selbstbewusst und aus dem Schulrüpel ist ein unterwürfiger Diener geworden. Nur Doc Brown ist genauso irre und unter Strom wie immer und das ist dann wohl auch eine tolle Botschaft. Manche Dinge ändern sich nie, auch nicht durch Zeitreisen. Do you know what this means? Die tragischen, traurigen Filmenden sind deutlich seltener geworden. Seht euch zum Beispiel mal den Schneewestern Leichen pflastern seinen Weg an. Über 1,5 Stunden fiebern wir mit unserem Helden Silencio dem Finale entgegen. Seit Silencios Eltern von brutalen Kopfgeldjägern erschossen wurden, zieht er selbst aus, um korrupte Kopfgeldjäger aufzuspüren, sie zu provozieren, um sie dann in vorgetäuschter Notwehr zu erschießen. Als sein Dorf ihn anheuert, um das Dorf vor einer Bande zu schützen, wappnet er sich für den großen Endkampf. Und man erwartet eigentlich, so Western-typisch, ein gigantisches Shootout. Aber tatsächlich wird Silencio erschossen und die Bande richtet im Dorf ein regelrechtes Massaker an. Filmende. Kein Witz, das ist das Ende des Films. Das ist ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und deswegen setzen auch gerade Horrorfilme öfter mal auf unhappy ends. Das Klischee besagt zwar, dass am Ende immer das Final Girl überlebt, aber dafür gibt es eben keine Garantie. Der spanische Zombie-Horror Wreck zum Beispiel endet mit dem Tod seiner Hauptfigur, genauso auch Blair Witch Project beispielsweise. Diese Filme kennen keine Gnade. Sie entlassen uns mit einem letzten Schock aus dem Kinosaal. Und da das Happy End tief in den Wurzeln des Hollywood-Kinos steckt, wirken Unhappy Ends gleich irgendwie realer und glaubwürdiger. Endet ein Film mit einem Tiefpunkt, lässt er uns auch immer nachdenklich mit einer Frage zurück. Wie hätte dieses bittere Ende verhindert werden können? So bitter Niederlagen auch sind, haben sie immer auch einen Sinn. Wir können aus ihnen lernen
Und so tragen tragische Enden oft auch eine wichtige Botschaft und entlassen uns damit aus dem Film. Im ersten modernen Zombie-Film zum Beispiel, in Die Nacht der lebenden Toten, scheint der schwarze Ben die Zombie-Apokalypse überlebt zu haben. Und mittlerweile hat sich dann auch eine Bürgerwehr geformt, die die letzten Zombies ausschaltet. Und Ben rettet sich mit letzten Kräften ans Fenster und man denkt, er wird gerettet, aber dann wird er in der letzten Szene des Films erschossen. Die Bürgerwehr hat ihn mit einem Zombie verwechselt. Die Frage danach, wer die wahren Monster in diesem Film sind, ist im Hinblick auf die Black Lives Matter-Proteste ja aktueller denn je. Eigentlich hat Ben alles richtig gemacht und trotzdem ist er dem System zum Opfer gefallen. Aber es kann auch anders sein. Oft kann sich das tragische Ende die Figur auch selbst zuschreiben. McMurphy zum Beispiel in Einer flog über das Kuckucksnest. In dem Film geht es darum, dass er eines Verbrechens überführt wird, er aber den Verrückten spielt und in einer psychiatrischen Anstalt landet. Und eigentlich schafft er es. Er hat die Möglichkeit zu fliehen, aber er entscheidet sich dagegen, weil er seinen Hass auf die unbarmherzige Schwester Ratchet nicht ablegen kann. Und auch die anderen Insassen, die er mittlerweile ins Herz geschlossen hat, die kann er einfach nicht im Stich lassen. Und dann bezahlt er wirklich mit seiner geistigen Gesundheit, denn der Film endet mit seiner Lobotomie. Erst sein Freund erlöst ihn von seiner traurigen Existenz und erstickt ihn mit einem Kissen. Auch deswegen war der dritte Avengers für viele Zuschauer eine echte Überraschung. Im Superheldenfilm erwartet man ein Happy End, immer. Aber Infinity War brach mit dieser Tradition. Die Hälfte aller Lebewesen wurde von Thanos ausgelöscht. Natürlich macht der Endgame dann das Ganze wie erwartet wieder rückgängig. Es gibt natürlich auch Enden, die weder rein positiv noch negativ sind. Es sind genau diese Enden, die man gerne als ironisch oder bittersüß bezeichnet. Der Herr der Ringe zum Beispiel ist sicherlich kein reines Happy End. Die Hobbits sind nach ihrer Reise wie Fremde in ihrem eigenen Heimatdorf und Frodo und Gandalf nehmen für immer Abschied. Das hat auch etwas sehr Trauriges. Auch in Einer flog über das Kuckucksnest gibt es dann am Ende doch noch eine kleine positive Wendung. Einer der Insassen, Brumdy, ist inspiriert und entkommt aus der Nervenheilanstalt. Auch die Reifeprüfung deutet eigentlich auf ein klassisches Hollywood-Happy End. Ihr kennt das Klischee. Unser Held muss eine Hochzeit aufhalten, um seine große Liebe zu erobern. Tatsächlich erreicht Ben die Kirche und reißt Elaine aus den Händen ihres frisch vermählten Ehemanns. Sie steigen in einen Bus und lächeln sich glücklich an. Aber der erlösende Schnitt setzt nicht ein. Stattdessen friert das Lächeln ein. Und was jetzt? Die beiden ahnen, dass sie gerade einen riesigen Fehler begangen haben könnten. Wer weiß, was da noch passiert. Vielleicht werden beide ja zu Cinema Strikes Back Fans. Wenn ja, dann seid so cool wie die beiden und abonniert unseren Kanal. Auch das Ende von The Dark Knight könnte so simpel sein. Batman besiegt den Joker, Abspann, gute Nacht. Aber obwohl es Batman gelingt, den Joker zu fassen, scheint der Joker den echten Kampf gewonnen zu haben. Denn er hat Harvey Dent, den Staatsanwalt Gotham Cities, den Hoffnungsschimmer korrumpiert und auf die Seite des Verbrechens gezogen. Und so beschließt Batman, das Symbol Harvey Dent zu wahren und selbst den Schurken zu spielen. Bruce Wayne gibt Batman auf und wird so zum dunklen Ritter. Er opfert sich und nimmt ein schlechtes Ende für sich in Kauf, für ein gutes Ende für Gotham. Bittersüß. Enden beantworten Fragen. In Citizen Kane stirbt ein steinreicher Zeitungsmagnat und sein letztes Wort lautet: Was das bedeuten soll, weiß niemand. Aber ein Reporter begibt sich auf die Suche und findet so manches Geheimnis über Kane heraus, aber nicht, was es mit dem Wort Rosebud auf sich hat. Wir Zuschauer aber schon. Rosebud steht auf einem Schlitten, den Kane in seiner Kindheit gefahren ist. Dieser Schlitten wird verbrannt und niemand außer uns, das Publikum, wird dieses Geheimnis je erfahren. Das ist ein kleiner Twist. So auch in The Sixth Sense, als wir erfahren, dass die Hauptfigur schon den ganzen Film über tot ist. Ein anderes Beispiel für einen solchen Twist am Ende ist Lost Highway, der eine Ähnlichkeit mit dem Film Arrival teilt. Lost Highway beginnt mit einem Fremden, der in die Gegensprechanlage spricht. Wir sind verwirrt, denn unsere Hauptfigur Fred Madison, die weiß auch nicht, wer dieser Dick Laurent überhaupt sein soll. Und Fred begibt sich auf die Suche nach diesem Fremden. Und nach einem verrückten Abenteuer landet er wieder vor seiner eigenen Haustür und ruft in die Sprechanlage: Wie auf einem Möbiusband hat sich die gesamte Handlung also wieder an den Anfang geschlängelt. Wie in The Sixth Sense oder auch in Shutter Island, Fight Club oder die üblichen Verdächtigen fühlen wir uns von diesen Twist-Enden gar nicht veräppelt oder ausgetrickst. Das liegt daran, dass die Hinweise schon von der ersten Sekunde an da waren. Wir hätten sie nur richtig lesen müssen. Diese Filme entlassen uns völlig überrascht aus dem Film und vielleicht geht's euch da wie mir. Das macht eine ganze Menge Spaß.
Trust me. Everything's gonna be fine. In The Others versucht die traurige Grace, ihre Kinder zu schützen, als in ihrem Landhaus eigenartige Dinge geschehen. Schon seit vielen Monaten ist ihr Mann in den Krieg gezogen. Jetzt scheinen übernatürliche Wesen ihr Zuhause zu terrorisieren. In einem großen Twist stellt sich heraus, dass ihr Mann gestorben ist und sie ihre Kinder erstickt und sich selbst erschossen hat. Sie und ihre Kinder kämpfen gar nicht gegen Geister. Sie sind die Geister. Ich krieg da Gänsehaut. Und eine ähnliche Gänsehaut bekomme ich oft auch bei offenen Enden. Denn manche Filme enden gar nicht mit einem Ausrufezeichen oder einem Punkt, sondern einem Fragezeichen. Christopher Nolan zum Beispiel lässt das Kreisel seine Runden drehen und schneidet weg, bevor wir erfahren, ob sich unser Held in der Realität oder in einem Traum befindet. Zumindest, wenn man die Theorie außen vor lässt, dass Cobbs Ehering sein wahres Totem ist. I think we should be leaving now. Yeah, that's probably a good idea. Was macht also ein gutes Ende aus? Es fängt die Essenz des Films ein und all seine Emotionen und Themen und führt uns in ein spannendes, emotionsgeladenes Finale. War euer Lieblingsende heute auch dabei? Oder würdet ihr ein ganz anderes Ende hier noch nennen? Dann schreibt mir euer Lieblingsende unbedingt mal in die Kommentare. Ich verlinke euch hier noch ein anderes Special von uns, das genauso interessant ist, das verspreche ich. Und hier noch ein anderes Video von unseren Funkkollegen von Valulis Daily. Checkt das unbedingt mal aus und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert Cinema Strikes Back, gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal mit mir, dem Alper.